Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich stehe jetzt hier in Whaledale und möchte bei der Elisabeth die Quest weitermachen, wo wir ja in der letzten Folge ja stehen geblieben sind, weil wir wollen ja dort die Zutaten jetzt noch sammeln und ja für die Medizin, für den Summer Breeze. Und wir hatten ja letztens den goldenen Apfel gefunden in Apfelhain oder so hieß das, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, machen wir mal an dieser Stelle hier jetzt die Quest weiter. Ihr Lieben, ich stehe jetzt schon hier bei der Elisabeth hier. Sie wartet jetzt hier schon auf uns und nehmen wir einfach mal hier die Quest jetzt ja an. Hallo Abigail, die Grundlage für das Gebräu ist fertig. Heute brauchen wir die letzten zwei Zutaten für die Kur. Kannst du mir noch mal helfen? Ja, natürlich. Danke, wir brauchen. Was? Danke. Ach so, was wir brauchen, ist das Blatt einer Wasserlilie und den Dorn eines Dornbusches. So, das Blatt der Wasserlilie kannst du auf der anderen Seite der Brücke hier in Whaledale finden. Man sagt, dass Wasserlilien genau wie die Blumen Aedins besondere Fähigkeiten haben. Die letzte Zutat, die wir brauchen, ist der Dorn eines Dornbusches. Sie wachsen in der Nähe des Weges, der zum Observatorium führt. Diese Dornen sind sehr giftig, wenn sie falsch zubereitet werden. Richtig zubereitet jedoch sind sie sehr nützlich. Ich brauche die Sachen jetzt sofort. Okay, finde eine Wasserlinie und den Dorn. Okay, alles klar, da müssen wir jetzt erstmal hier runter. So, oh Gott, ihr Lieben. Das fängt ja wieder gut an hier. Da lang, glaube ich. Hoppala. Ups. Ach so, nee, das war der. Ja, super, so ist das halt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh Mensch, das fängt ja wieder gut an hier. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur zu dieser Brücke. Ich glaube, sie hat sich hier auch verirrt. Gut, okay, jetzt sind wir. Oh Mensch, das fängt ja wieder gut. Oh, das ist so. Ich komme mir an. Ich komme mir vor wie ein. als ob ich zum ersten Mal spiele. So, ich glaube, hier lang muss ich dann. Okay, also hier unten geht ja der Weg lang, klar. Oh, hier ist aber auch schön, Mensch. Kann ich die jetzt, muss ich jetzt hier. Achso, die kann ich. Ah, okay, alles klar. Die kann ich jetzt hier so nehmen. So, gut, da müssen wir jetzt. Ah, wartet mal, ich will mal ganz kurz. Die rote Schla. Wollte sie jetzt was von mir? Hallo Molly, ich grüße dich an dieser Stelle ganz herzlich. Molly Young Gale. Ja, ich grüße dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, falls du das Video siehst. Ich bin gerade am Questen. Okay. Ach, der Hund ist ja süß, den sie hier hat. Und mein Hund, die Raya, die quietscht gerade im Hintergrund. Okay, ich hoffe, dass sie das Video sieht. Okay, ich dachte, jetzt kommt sie mir hinterher oder so, aber sieht nicht so aus. Okay, da können wir nämlich. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber mein Hund macht hier so Gequieke im Hintergrund. Okay, wir müssen in diese Richtung hier.
Gut, dann reiten wir mal ganz schnell dorthin und sammeln noch diesen Dorn. Jetzt steht meine Raya hier neben mir und möchte gestreichelt werden. Hallo Mäuschen. Ja, du bist ein ganz feiner. So, da sind wir auch schon gleich da. Ja, du bist eine feine Raya. Okay. So, wo sind wir denn? Okay, hier ist der. Hoppala. Oh, jetzt habe ich hier die falsche Taste. So, hier ist der Busch. So, da haben wir alles, was wir brauchen. Dann reiten wir ganz schnell zurück. Jetzt ist sie mir hier tatsächlich gefolgt. Ich fühle mich gestalkt. Oder sie macht einfach die gleiche Quest. Das kann natürlich auch sein. So, hier geht's hoch. Nein, sie kommt mir schon wieder hinterher, ihr Lieben. Wartet mal, wo muss ich denn jetzt lang? Okay, da lang. Ja, hier quer durch den. Oh, schaut mal, der Wasserfall. Das ist mir ja noch nie aufgefallen hier oben. Der Wasserfall. Aber jetzt hat sich mein Hund hier unter den Tisch gelegt und liegt bei meinen Füßen. Da kann ich mir meine kalten Füße wärmen. Ich war nämlich gerade draußen. Oh, jetzt habe ich hier eine Freundschaftsanfrage bekommen. Die nehmen wir doch direkt mal an hier von der Molly natürlich. So, dann wollen wir mal das jetzt hier abgeben bei der Elisabeth. Vielen Dank, ich kann das Gebräu jetzt fertig machen. Oh, ich dachte, jetzt kommt der Tagesblocker. Während ich das Gebräu fertig mache, kannst du vielleicht Felicity und Summerbreeze besuchen. Das Gebräu wird morgen fertig sein. Och nö, da ist bestimmt das hier wieder. Nee, doch nicht. Okay, dann müssen wir erstmal nach Fearcroft. Da lasse ich mich direkt mal abholen. Aber da kommt bestimmt jetzt noch irgendwie der Tagesblogger. So, Besuch. Hi Abigail, ich bin so froh, dich zu sehen. Der Zustand des Pferdes. Okay. Die Tierärztin hat Summerbreeds und untersucht. Es scheint sehr ernst zu sein. Sie wollte mir aber nicht sagen, wie ernst. Oh, das arme Pferd. Wie auch immer, sie hat mir von der Kur erzählt, die du und Elisabeth zusammen brauen. Und das hat mich ein wenig erleichtert. Du hast ja keine Ahnung, wie viel mir deine Hilfe bedeutet, Abigail. Ich werde Summerbreeze bis morgen noch per Hand füttern. Gut, das ist jetzt abgeschlossen. Also Tagesblocker ist es ja scheinbar gar nicht. Gut, dann haben wir hier oben noch im Weingarten diese Quest. Welche war denn das? Müssen wir mal gucken hier, was das war. Ach ja, genau, mit dem. Ach ja, genau, hier der, wie hieß denn das? Der Sommergarten oder wie das hieß? Ich glaube, ja. Gut, dann gehen wir mal nach Silverglade in den Weingarten und machen, ja, machen dort mal noch weiter mit dem, ja, mit dem Garten. Ich hoffe, dass wir dort dann auch bald fertig sind. Aber ich mag das immer nicht, wenn sich das alles so in die Länge zieht. Aber und dann immer so viele Tagesblöcke dazwischen sind. Aber naja. Kann man jetzt nicht ändern. So. So, machen wir mal. Na. Ach, wartet mal. Ich glaube, man kann doch bestimmt auch hier hinten rum, ne? Oder geht's hier hinten? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich hier hinten lang kann, aber ich glaube. Oh ja, doch, sieht so, oder? Ah, doch, tatsächlich.
Jetzt muss ich gucken. Oh, ich. Also, ihr Lieben, das gibt's doch nicht. Huch, oh nee. Huch, jetzt bin ich aber erschrocken hier. Da hat irgendwas geknackt bei der Raja. Die liegt nämlich immer noch hier unter meinem Tisch. Mensch, was mache ich denn heute? Naja, eigentlich fast immer. So, ich glaube jetzt. Okay, ja, ich hab's geschafft. Oh, jetzt hat sich meine Reihe so schön drunter gelegt. Kann ich mir die Füße wieder wärmen? Okay. Hey, hör mal. Mein patentierter Superdünger funktioniert gut, zu gut. Aber nicht nur bei den Blumen, das Unkraut wächst auch, natürlich. Das geht ja mal gar nicht, Abigail. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit für harte, altmodische Arbeit. Du bist etwas zu schwach dafür, dass ich dir meine Kettensäge leihen kann. Du solltest schon etwas mehr essen, damit was aus dir wird. Ja? Aber ja, mach mal lieber das hier. Benutz die schöne Heckenschere und das gesamte Unkraut aus dem Sonnengarten. Ach ja, Sonnengarten hieß das ja. Und komm nicht zurück, bis alles Unkraut weg ist. Auf, los jetzt! Ah, sie ist aber auch. Wie sagt man denn? Sie hetzt uns hier. Sie treibt uns hier mächtig an. Lassen wir mal die Flatterscheu hier stehen. Obwohl das eigentlich für mich trotzdem irgendwie auch ein bisschen ein Hengst irgendwie ist. Ich weiß nicht vom Gefühl her, aber ich habe jetzt hier Flatterscheu so festgelegt. Ach so. Flatterscheu so festgelegt, dass das ein Mädchen ist. Der Name kommt ja von My Little Pony. Und da ist der Flatterscheu auch ein Mädchen. Muss ich. Geht das gleich so? Nee, das geht nicht. Da muss ich dann hier drumrum gehen. So, machen wir mal noch ein bisschen hier Gartenarbeit. Oh, jetzt müssen wir hier rum. Hoppla. Ui, ouch. Okay, machen wir hier noch. Gut. Gut. Das war ja super einfach. Und sie hat bestimmt gedacht, wir können das nicht. So, mal sehen, was sie jetzt für eine Aufgabe hat. Super. Jetzt bin ich super hier den Weg gegangen. So. Oh, hoppla. Gut gemacht. Jetzt ist das Unkraut, wo es sein soll. Gute Arbeit. Oh. Du Abigail, komm mal kurz hierher. Du, das war mal nicht gut, wie du das Rohr repariert hast. Das war eher nicht so toll, was du da gemacht hast. Jetzt sprüht das Wasser schon wieder in alle Richtungen. Sowas verstehe ich einfach nicht, Abigail. Hier hast du nochmal alles und jetzt geh und reparier das Rohr wieder und diesmal richtig. Ich werde ein Auge auf dich werfen, weißt du? Bip. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Das sprüht in alle Richtungen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier absteige. Nee, wartet mal. Ich mach mal hier ein kurzes Stück zurück, dass wir hier auch rankommen. So. Ach, hier ist eine Freundschaftsanfrage. Princess Dog Girl. Das ist ja ein wunderschöner Name, muss ich sagen. Deine Freundschaftsanfrage nehme ich sehr, sehr gerne an und ich grüße dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. So, gut. Reiten wir mal zurück zu Agneta. Mal sehen, ob sie jetzt wieder irgendwas zu meckern hat. Mehr essen. Also sag mal. Als ob wir dann kräftiger, also stärker werden. Aber Sport und Muskeltraining bringt da eher was. Okay, schau dir das an. Jetzt sehe ich kein Wasser mehr sprühen.
Ist es nicht ein tolles Gefühl in deinem Herzen, Abigail? Ehrliche, altmodische Arbeit ist die beste Nahrung für die Seele, sag ich auch immer zu Björn. Jetzt müssen wir abwarten und sehen, was passiert. Gute Nacht, Abigail. Morgen werden wir dann mal sehen, ob die Blumen blühen. Das war's, ihr Lieben. So. Agneta, das ist auch so eine Gestalt für sich, glaube ich. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, okay, wir haben jetzt hier ungefähr 15 Minuten verplempert. Und ja, dann machen wir an dieser Stelle jetzt einen Cut, damit die Videos auch nicht so lang werden. Ihr wisst ja. Ja, gut, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt den Sonnengarten in der nächsten Folge endlich fertig bekommen. Und, oh, ich habe hier gerade einen Brief bekommen, sehe ich gerade. Und ja, jedenfalls, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag oder Abend. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und bis bald, ihr Lieben.